So, ihr lieben Leute von heute und herzlich willkommen zu einem neuen Folge von Shanti and the Pirate's Curse. Weiter geht's. So, wie gesagt, immer noch der gleiche Tag, aber zwischendurch habe ich mal ein bisschen gerendert, mal ein bisschen geschnitten und so ein Kram. Und jo, bin mal gespannt. Boah, gleich mit sowas anfangen. Ich glaube, ey, das war gemein. Oh, der könnte doch nicht gleich mit so einer Scheiße anfangen, ey. Da kriegst du doch Plack im Kopf, ey. Boah. Boah. Und ich muss es auch noch schaffen. Na gut, ich hab's immerhin hingekriegt. Schlüssel erhalten, nutze ihn. Drecksack, dreckiges. Du Arschkeks. So, jetzt will ich erstmal hier lang. Was gibt's denn hier? Du hast die Karte der verlorenen Katakomben. Ja, super. Oh yeah. Oh yeah. Tschick, bam. Ah, Mädchen, das machst du super. Ich könnte sagen, was er wollte, aber ich hab die total gern. So, natürlich speichern, ey. Dieser Raum, ey. Boah. Ah, hat schon so seine Fail-Passagen. Ich muss nach oben. Na gut, dann muss ich gucken, dass ich irgendwie nach oben komme. Hier war ich aber schon. Das bedeutet, eigentlich bin ich hier... will ich mal gucken, ob ich hier lang muss. Autsch. So, nicht nach rechts, sondern irgendwie hier lang. Und dann irgendwie nach... Ah, jetzt. Okay. Ja, ist immer so ein bisschen schwierig, wenn man... wie gesagt, als ich diese ganzen Aufnahmen hatte... Nein! Das war zu knapp. Als ich diese ganzen Aufnahmen hatte, habe ich ja beim Rennen, beim Bearbeiten noch knapp ein Stündchen gebraucht. Wie gesagt, normalerweise sind die Aufnahmen ja soweit fertig. Aber aus irgendeinem Grund war ich halt in dem Spiel so aktiv, dass ich normalerweise... dass meine Aufnahmen ein bisschen länger wurden und deswegen muss ich halt die Videos auch ein bisschen anders schneiden und es dauert dann immer, bis das Programm das aufgebaut hat, die Video dann einzeln gerendert hat und so weiter und so fort. Von daher, was das angeht, ja, was ich sagen wollte, folgendes, und zwar habe ich das Spiel noch mal ein klein bisschen leiser gemacht, aber wirklich nur ganz knapp. Liegt einfach daran, wie gesagt, ich habe bei der ersten Aufnahme war es ein bisschen zu laut, dann habe ich es ein bisschen leiser gemacht, das hat sich dann schon besser, das hat sich dann schon besser angehört und dementsprechend habe ich dann auch in der zweite Aufnahmesession lief dann auch sehr gut, aber wie heißt, da war halt natürlich die Aufnahmesession ein bisschen länger als gedacht, deswegen habe ich gar nicht mitbekommen, dass ich, was das angeht, das Spiel hätte noch mal ein bisschen leiser machen müssen. Das bedeutet für euch, aktuell habe ich schon bis Folge 13 aufgenommen und deswegen muss ich ganz ehrlich gestehen, dass, ja, dass es hoffentlich jetzt besser ist. So, habe ich hier alles, was ich machen kann? Theoretisch ja. Gut, nee, habe ich nicht. Aua, was ist denn das? Was ist denn mit denen los? Die den Flammen Otto machen oder was? So, was haben wir denn hier? Fleischspieß, Pickenball. Ich nehme nochmal einen Trank. Lieber einen Trank als so einen Linkbums. Weil, ich gucke einfach mal.
Sekunde. Wo habe ich es denn? Ich muss mal ganz kurz was rumschicken. wo habe ich es denn? Nee, hier habe ich es nicht. Sekunde. Es geht gleich weiter. Ich muss nur was suchen, und ich bin jetzt zu faul, die Aufnahme zu pausieren. Von daher, sorry. Nee. Wo habe ich es denn? Ja, komm, drauf geschissen, dann mache ich einfach, schicke ich das. Weiter geht's. So, Entschuldigung, das musste jetzt mal sein. Warte mal, ich will jetzt erst einmal nach rechts. Weil das ist nämlich wesentlich das kleinere Übel. Speicher, ich wette mit dir, da ist ein Boss. Mist, jetzt habe ich... Nein! Ja, da kriegen wir auch schon das nächste Item. Ja, ich möchte meine Aufzeichnung erstmal speichern. Sicher. Und jo. Was haben wir denn hier? Den Säbel! Und jetzt zeige ich euch, was damit abgeht. Du hast Riskys Säbel erhalten. Drücke in der Luft den Skimitar-Knopf, um Blockaden zu durchbrechen. Ah, ich kann hier ausweichen. Okay. Genau, sowas. Können wir jetzt machen. Und da können wir auch an viele Sachen halt ran. Super. Jetzt können wir hier natürlich auch mal fett aufräumen. Ja, jetzt habe ich das eine Herz verschwendet. Das war nicht so schlau. So, was das angeht. Jo. Hoffentlich. Ja, es war so klar. So, hat geklappt. Okay, das geht auch so. Okay, super. Und den nächsten Schlüssel. Da können wir noch einen Schalter betätigen und dann kommen wir hoffentlich endlich weiter. So, jetzt können wir... Nee, Moment. Da waren wir schon. La. Yay, jetzt können wir wieder hier hoch. Super. So, jetzt können wir hier nämlich auch ordentlich mal was aufrüsten. Nee, wir müssen hier nach rechts. Oh. Na, wenigstens hat er uns gleich. Ja, komm. Hey, Ausweichherz auf Doom oder was? Jetzt muss ich hier nach rechts, ne? Genau, und dann nach unten. Irgendwie. Alter, der macht natürlich ordentlich Damage. Okay, wir können nicht alle machen. Also diese... Die haben einen leichten Unterton. Also hier diese Blöcke, die haben einen leichten verschiedenen Ton. Da gibt es einmal lilan und einmal dunkellilan oder rosa, je nachdem, wie man das zweifeln möchte. Ah, aha. Gut. Och, Mist. Dieser scheiß kleine Gnom, ey. Na gut, macht aber nichts.
Monstermilch. Warte mal, ich könnte doch mal eine Monstermilch trinken vielleicht. Warum eigentlich... Nee, davon haben wir nicht so viele. Monstermilch, dann machen wir halt gut. Ja, komm, doch. Brauche ich auf jeden Fall. Ein Schluck lässt deine Angriffskraft für kurze Zeit explodieren. Und nehmen wir nochmal so einen Pipeball. Wenn schon, richtig. Jetzt brauche ich... Ja, das ist nämlich wichtig hier. So, ich glaube, den Trank habe ich einfach verschwendet. Yo. Alter Schwede. Naja, zum Glück schadet uns das nicht. Nee, besser nicht. Kann ich da irgendwie? Nee, schade. Ich dachte, es gäbe da so einen unterirdischen Tunnel oder so, wo man sich ein bisschen durchglitschen kann. Aber, nee. Coole Idee. Coole Idee. Auch ein bisschen human gemacht. Obwohl, ja. Hier will ich natürlich nochmal die Herzchen abgreifen. Nein! Ja, super. Schön, dass ich jetzt ausweichen kann. So, Opa, speichern wir nochmal. Hm? Bitte das Gerät nicht ausschalten. Wunderbar. Gibt's noch ein Herzchen und noch ein Herzchen? Super. Ist das eine Boss-Tür, ja, ne? So, ja, ich hab alles. Squid Baron, du hier? Du, das kannst du glauben. Warum? Was ist mit dem Urlaub? Ich gebe auf. Auf Nimmerwiedersehen, meine Träume. Aber du kannst doch nicht einfach deine Träume aufgeben. Was ist mit dem herumtollenden Strandhäschen? Und alten Seemännern und bis zum dritten Knopf aufgeknüpfte Hemden. Ich dachte, das alles bedeutet hier etwas. Beantworte mir dies. Wie viel der Karte hast du bereist? Was meinst du? Wie voll sind deine Taschen? Ungefähr halb, richtig? Halb voll? Zwischenboss! Das ist mein Schicksal, ich erkenne es nun. Ich werde nicht davonlaufen. Du machst mir Angst. Uns beiden. Aber ich werde nicht vor meinem Schicksal... ich werde mich nicht vor meinem Schicksal verstecken. Ich werde der beste Zwischenboss aller Zeiten. Ein alter Hut, wiederverwertete Angriffe, alles das. Zeig mir, was du drauf hast, Schwester. Lass uns tanzen. Yo. Gut. Aua. Aua. Boah, der Squid Baron. Na, mach ich's einfach so. Aua. Alter Schwede. Ich habe keinen Autotrank, deswegen muss ich hier voll aufpassen. Ach Mist. Ich meine, so schwer ist der nicht, wenn ich einfach nicht so verkacken würde. Wie? Ey, das ist unfair. Das ist unfair. Du dreckiges Arschloch. Das darf nur ich. Du Ratte. Sekunde, ganz kurz. Warte mal, ich kann doch hier... Ich mach mehr Damage.
So, jetzt aber. Ist eigentlich ganz gut. Der kriegt mehr Schaden. Super.